Wir entwickeln quasi Übungen oder Spiele für Menschen, die aufgrund von neurologischen Erkrankungen oder Unfällen unter Problemen mit dem Gedächtnis, der Aufmerksamkeit oder der Konzentration leiden. Und diese Übungen entwickeln wir in virtueller Realität und mischen da also Technologie mit einem psychologischen Lernansatz. Wir machen das, weil die Reha für Patienten derzeit folgendermaßen aussieht, findet in der Regel tatsächlich noch analog statt. Die Patienten bekommen Stift und Papier in die Hand und lernen Zahlenreihen auswendig oder Wortlisten. Und wir sind der Überzeugung, dass man mit Technologie heute so viel mehr machen kann,